Hallöchen, da habe ich doch ein bisschen Zeit mit euch zu smalltalken. Besser, ich smalltalke und ihr hört zu. So, ich begrüße euch total recht herzlich in meiner Welt. Das ist meine Welt. Meine Welt nennt sich so. Ja? Fotofilmproduktion, wir sind günstig, noch günstiger geht nicht, ist natürlich ein Wahlspruch, der aber auch stimmt. No showing, ja, seht zu, wie wir arbeiten und natürlich machen wir witzige Sachen, um irgendwie ein bisschen auf uns aufmerksam zu machen. Ja? Wir versuchen natürlich witzig zu sein, wir haben natürlich geöffnet. Von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr, montags bis freitags. Warum mache ich so ein Video? Ich mache so ein Video, weil wir viel und sehr oft gefragt werden, warum wir nicht und wieso, weshalb und so weiter und so fort. So, wir machen samstags nicht auf. Das habe ich nicht schön. Wir machen natürlich auch Special-Fotos. Und das ist dann natürlich dann aus einem Film, ist klar. Ne? Das ist aus dem Film. Da wir auch Figuren diesbezüglich verkaufen. So, ein Videoclip auf die Art. Natürlich, und darum mache ich, wie gesagt, dieses Video. Till Schweiger hatte ich euch gezeigt. Make your film. Ja? Also die helfen euch für 18,50 Euro im Monat. Da habe ich natürlich auch schon Kritik gehört, weil die natürlich harte Werbung machen und keiner weiß wirklich, ob diese Person wirklich tatsächlich euch auch wirklich tatsächlich hilft. Weil ihr macht ja nur online, ihr macht ja nur E-Mail und so weiter und so fort. Ihr wisst aber nie, ob wirklich Till Schweiger wirklich tatsächlich an eurem Set ist, um euch zu helfen. So, und die anderen auch. Ja, aber darum geht es nicht in diesem Video. In diesem Video geht es darum, dass wir hier vor Ort sind, hier für euch da sind, Kultur und Kunst aus allen Sparten, aus allen Himmelsrichtungen, einfach round the world. Und wir wollen euch helfen. Natürlich helfen wir euch in dem Moment, wo ihr um Hilfe bittet. Ja, ob nun mal Fotos hier, das war eine Fotosession für einen Kalender. Ja. Ich muss dabei sagen, es ist wirklich super dunkel. Und ich bin schon stolz, dass man dennoch in der absoluten Dunkelheit dennoch diese Bilder machen konnte. Das war Zeche Zollverein. Wir waren jetzt auf der anderen Seite von Zeche Zollverein und da haben wir auch Wahnsinnsbilder gemacht im absoluten Dunkel. Also wir haben kaum was gesehen, mussten auch zwischendurch Taschenlampe anmachen, um dahin zu kommen, wo wir hin wollen. Und da, wo dann die Restlichter waren, konnten wir natürlich mit unseren Kameras arbeiten. Und es macht unheimlich viel Spaß, Kultur und Kunst aus around the world und wirklich aus allen Himmelsrichtungen zu erleben. Videos, die ihr jetzt bei mir seht, nach und nach mit mir als Prokursionist, also als Sprecher. Wie gesagt, ich bin total verbunden. So, ich komme jetzt darauf, auf dieses Video, weil ich ja auch TikTok mache. Und TikTok gefällt mir sogar ein bisschen besser wie YouTube. Weil bei TikTok kann man viel mehr machen, auch knapp 3 Minuten wie früher. Das sind unsere Regeln, 15 Minuten, 30 Minuten oder, nein, alles um Gottes Willen. 15 Sekunden, 60 Sekunden oder 3 Minuten. So war das früher auch hier im BDFA, Bund Deutscher Filmautoren, wo wir unsere Filme gemacht haben. So, na, also 3 Minuten ist schon eine Hausnummer. Da muss man sich vieles einfallen lassen, man muss auch die Rhetorik beherrschen, damit in den 3 Minuten der Film auch richtig rübergekommen ist. Man muss auch einplanen, was man alles zeigen möchte und so weiter. So, bei 3 Minuten hat man dann einen Take zwischen 21, 22, 23 und dann ist schon ein Cut. Ja, da sind aber schon Bilder gelaufen. Ja, und die Information in dem Bild auch. So, heute vor 60 Jahren, sage ich jetzt mal, hatten wir ja nur auch so etwas, aber 18 mm, 8 mm und so weiter und so fort, also V8, High 8 danach und davor, wie gesagt, Single 8, also normales Zelluloid aufgezeichnet 3 Minuten. Ja, deswegen gibt es solche
Sachen wie 3-Minuten-Filme. Ja. Mittlerweile darf man auch 20 Minuten einreichen. Und wie alles angefangen hat, wer sich noch auskennt, auch bei YouTube hatte man höchstens 10 Minuten. Ja. So, heute kann man als YouTuber, und wenn man eine eigene Sendung hat bei YouTube, kann man natürlich auch Stunden einbringen, was wir natürlich auch schon mal gemacht haben, Urlaubsfilme oder Dramaturgie. So, dieser Videoclip ist jetzt dafür gedacht, dass wir, wie gesagt, bei TikTok sind und bei TikTok versuchen, auch online zu gehen, also live zu schalten. Das war ja auch, hatten wir ja auch, richtig, noch einmal auch hier bei YouTube, haben wir natürlich die Phones gewechselt. Und wenn man die Phones wechselt, muss man sich halt neu einladen, aufladen, TikTok, und dann musste man halt ganz neu. Ja? TikTok hat man ein ganz neues Programm hochgefahren, und dann fangen wir jetzt halt wieder von vorne an. Ist aber nicht so schlimm, wenn wir nie mehr online gehen, das ist auch nicht schlimm. Es ist gar nicht schlimm. Ja? So, wir machen jetzt noch einmal absolut beruflich. Wir machen tagtäglich, heute war sehr viel Passbild, na? Also wir machen sehr viele Passbilder und auch sofort zum Mitnehmen, Ausweisbilder, Bewerbungsbilder. Wir machen natürlich auch Spaß und wir haben wirklich Lust am Fotografieren. Das hier habe ich jetzt nur für den Film, also Fotofilmproduktion. Wir sind günstig, noch günstiger geht nicht, weil wir sind günstig. Wir machen also das alles zu einem Preis, wo andere eine Schnappatmung bekommen. Das kannst du doch nicht machen. Geht nicht anders. Wir sind hier vor Ort, wir sind hier in Frohnhausen an der A40, Wickenburg, zweimal links abbiegen, seid ihr bei uns. So, das ist unser Slogan, den kennen ja viele. Das war jetzt so TikTok-mäßig. So, wenn man über 40 Jahre gefeiert hat, ja, die analoge digitale Welt seit 79 bis 2019, jetzt sind wir im Jahre 2021, jetzt haben wir Pandemie. An sich hätte ich diesen Videoclip machen müssen, so, ja, jetzt hätte ich da so stehen müssen. Seid mir nicht böse, aber so blöde sollte man nicht sein. Okay, so, wer diesen Film gesehen hat, kann damit nichts anfangen, ist mir klar. Aber wenn ihr die anderen Videoclips euch anschaut, kommt ihr ein Stückchen näher heran an dem und an die Botschaft, die ich versuche hin und wieder zu geben. Eine Botschaft zu geben für die, die halt mehr wissen wollen oder mehr im Wissen und dadurch auch verstehen, was wir an sich täglich machen. So, Film- und Fotoaufzeichnung, Überspielung, Copy-Scan, E-Mail-Ausdrucken, We Are Cutting in Productions, Akademie für Foto, Film, Communication, E-Casting, Showreel, Szenen and About Me, Videoproduktion. War zu schnell? Schade eigentlich. Man kann ja zurückspulen. Das ist das Schöne am Video. Was hat er gesagt? Na? Er hat gesagt, Film und Foto, Aufzeichnung, Überspielung, Copy, Scan, E-Mail, Ausdrucken. Und dann geht's ab ins Englische. We are cutting in productions. Academy for Photo, Film, Communication, E-Casting, Showreels, Scenen and About Me, Video Productions. Ach, I love it. Aber wie gesagt, wir haben in Wirklichkeit tatsächlich nur vor Ort. So, wir haben für einen Dr. Dead, Mut zur Lücke, dann haben wir für Schauspieler, dann haben wir natürlich auch für Juristen. So, bei Dr. Dead Mut zur Lücke kann ich ruhig sagen, weil es wirklich Spaß macht, bei ihm reinzuschauen. Bei Juristen, das ist nur was für Juristen, und bei den Schauspielern wisst ihr, ob es nur Till Schweiger etc. und pp. Er ist auch, wenn er vor der Kamera arbeitet, so wie ich jetzt auch, gleichzeitig auch die Regie, und da muss man einfach die Kamera halten, wie er das will. Punkt. So, und wir haben also Green Studios zum Bearbeiten, ihr könnt dort arbeiten. Und wir haben natürlich hier vor Ort den Raum. So, ihr seht es jetzt nicht, aber hier sind die Sachen, wo ich schon mal gedreht habe. Und wenn ich Gäste bekomme, dann haben wir natürlich über so manches philosophiert. So, ich habe jetzt lang genug geredet. Ihr könnt alle Videoclips sehen. Es freut mich, wenn ihr erscheint. Es freut mich,
wenn wir eine Symbiose, es freut mich überhaupt, wenn ihr überhaupt reagiert. Dass ihr hier nicht drunter schreiben könnt, hat seinen Grund, weil in der heutigen Zeit hat man mehr Feindschaft wie Freundschaft, das ist halt auch so. Ich habe mich an diese Feindschaft gewöhnt, ich habe mich auch an die Feinde gewöhnt, ich habe mich auch an die Texturen, Meinungen und das Ganze auch gewöhnt. Es ist halt so. Sobald die Kamera aus ist, ist auch bei mir aus. Ich kümmere mich dann nicht um die Feindschaften, ich kümmere mich dann natürlich um die Freundschaften. Ja, mehr geht nicht, mehr soll auch nicht gehen. Es macht so viel Spaß, sonst würde ich diese Videos ja gar nicht machen. Es macht einfach Spaß, auch als Videojournalist rumzureisen, zu gucken und das dann auf den Weg zu bringen. Ich bringe es ja dann nicht hier auf den Weg, sondern die Herrschaften, die halt das Video aufnehmen, mitnehmen, bearbeiten, die zeigen das ja. Na? So, ich bedanke mich auf diesem Wege bei allen, die jemals hier waren, die jemals hier gestanden haben, vor der laufenden Kamera, nicht vor dieser, aber vor den großen Kameras gestanden haben, da hingeblickt, dort gesprochen, den Leuten animiert, den Leuten etwas gesagt zu haben, für sich, für ihre Sachen. Diese Filme laufen ja bei Ihnen. Ja, bei Dr. Det auf seiner Seite läuft Dr. Det Mut zur Lücke, bei Prashant läuft Prashant, ja, und die anderen Herrschaften genauso. Frank Wendler läuft bei Frank Wendler und so weiter und so fort. So, und ein paar genannt zu haben. Es waren noch viele andere hier. Das ist halt, und das finde ich auch gut so, dass sie mal hier waren und dass ich mit ihnen mal arbeiten durfte. Das war wirklich hochgradig interessant. So, mit dieser Kamera kann ich jetzt kein Spökes machen, das heißt, das ist keine Steady. Wenn ich diese Steady habe, dann kann ich hier rumlaufen, rumrennen, euch alles zeigen. Das geht natürlich jetzt nicht. Deswegen beende ich das Video und sage Dankeschön. Dankeschön auch bei TikTok, dass ihr da mitmacht, dass ihr da klickt und Antworten gebt. Ich schaue unheimlich gern euch zu. Ihr wisst, wen ich meine. Ihr habt tolle Sachen, die ihr da macht. Macht weiter so. I love TikTok. Und ja, schauen wir mal, was daraus wird. Ja, jetzt im Moment müssen wir ja leider immer nur Tüte tragen. Ja. Ich keine Ahnung, wie lange das noch so ist, aber da müssen wir durch.